Wenn ich mich rausputze, erkennt mich niemand. Da könnte ich sonst wer sein. Sogar eine Prostituierte, aber niemand würde mich für eine Verbrecherin halten. Das ist nicht Hello Kitty. Ich arbeite mich noch in Kommando Van Mays Befehlskette vor. Doch sie ist der beste Beweis dafür, dass Frauen zwar den Kokainmarkt noch nicht beherrschen, es aber viel mehr weibliche Narcos gibt, als ich je gedacht hatte. Wie ist es, in einer Männerwelt zu arbeiten? Die befolgen nicht gern Befehle, vor allem nicht von Frauen. Ich musste sogar schon mal einem Typen die Fresse polieren. Er wollte mich einschüchtern, also habe ich ihm direkt eine reingehauen. Sie nennt sich Bayern, nach ihrer Lieblingsfußballmannschaft. Mit ihren 25 Jahren hat sie es in der Gang schon weit gebracht, während Kokain in Brasilien immer beliebter wurde.